Frau Sokol! Frau Sokol! Himmelfix noch mal, Frau Sokol! Es ist nicht so. Frau Sokol! Ja? Ja, sagen Sie ja! Wie oft muss man Sie eigentlich rufen, bis Sie sich rühren? Wie oft haben Sie? Das ist mindestens 3 Mal. Das genügt. Wollen Sie was von mir? Aber Gott bewahre, wie kommen Sie denn auf die Idee, dass ich etwas von Ihnen will? Nein, ich wollte natürlich nur das Echo hier ausprobieren. Sie sind lustig, Herr Sektionschef. Ich glaube, ich werde heute noch über Sie lachen. Ja, da bin ich nicht so sicher, ob Sie da... Haben Sie ein Staubtuch? Ein Staubtuch? Ein Staubtuch, ja. Na, warum? Was? In dem Haushalt wird es doch noch ein Staubtuch geben. Weil da war nicht eines, 3. Ich brauche nicht 3, ich will eines. 1 genügt mir. Und was wollen Sie bitte schön? Ach, lieber Gott, gib mir Geduld. Wie meinen? Na, nichts. Ich meine gar nichts. Es war nur ein Anruf oben. Also, Herr Sektionschef, das ist nicht nett von Ihnen. Wegen einem Staubtuch soll man nicht den Himmelvater anrufen. Wenn Sie ihn dann wirklich einmal brauchen, dann hurcht er nicht auf Sie. Frau Sokol. Ich habe nicht wegen des Staubtuchs den Himmel... Nein, ist ja wurscht, Sie werden ja da nicht lange erklären. Also, bitteschön, gut, Sie können mir keins geben, werde ich mir selber eins holen. Ich lasse mich doch nicht von Ihnen tyrannisieren. Sie brauchen mich gar nicht tyrannisieren. Wir sind nicht miteinander verheiratet, ich gebe Ihnen eines. Sehen Sie, da ist es. Ja, Christian, danke vielmals. Würden Sie mir jetzt sagen, was Sie damit machen wollen? 3 Mal dürfen Sie raten. Ich will nicht raten, ich will es einfach wissen. Also wenn Sie es einfach wissen wollen, nicht wahr? Bitte, ich möchte hier ein bisschen für Sauberkeit sorgen. Wir bekommen nämlich heute Besuch und da soll es wenigstens so halbwegs aufgeräumt ausschauen. Hans, bitteschön, Herr Sektionschef, ich habe das Ganze da heute durchgeputzt. So? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also, wo sind wir denn? In der Kaserne oder beim Werbefernsehen? Bums, die frisst den Staub und nicht die Möbel. Frau Sokol. Frau Sokol. Ja? Ja. Wenn die Dame kommt, dann servieren Sie den Kaffee. Und wenn Sie den Kaffee serviert haben, dann nix wie fort. Ja, und wie bitte soll ich servieren? Im Abendkleide? Nein, nicht im Abendkleide, im Bikini, wenn ich bitten darf. Das ist wirklich schon. Frau Sokol kann man wahnsinnig werden. Ja, Hilla. Ja? Was machst denn du da? Was ich da mach? Ja. Du fandest es wahrscheinlich purer Zufall, aber ich wohne hier. Ach, ihr seid heute alle so komisch, so witzreich. Nicht wahr? Schon die Sokol hat mich mit ihrem Humor erfreut. Oh, mein armer Franz. Ist so nervös und so schön angezogen. Oh, ach, und die neue Krawatte. Oh, Franz, weißt du, wie du ausschaust? Nein. Wie wenn du zu deinem ersten Rendezvous gehen würdest. Ja, bitte, franz mich nicht. Ich meine, gut, dass ich ein bisschen nervös bin, das ist ja kein Wunder, nicht? Ich meine, Gottes Willen, also ich habe mich halt ein bisschen besser heute angezogen. Nicht? Ich meine, du weißt ja, dass ich also ein wenig, also ich will sie ja nicht erschrecken, nicht? Damit sie nicht gleich also erschrickt, wenn... Aha. Apropos erschrecken. Ja? Bitte, wieso bist du also wirklich da? Ich habe dir doch eine Kinokarte gekauft. Ja. Aber zu was für ein Film? Zu ja. Na, also sag mal, hast du wirklich geglaubt, dass ich mich für Rock und Pop interessiere? Ja, das war ein Pop. Na, wie ich die Bilder da im Foyer gesehen habe in dem Kino, habe ich mir gedacht, ach so ist das, liebe Hila. Er wollte dir nicht eine Freude machen, sondern er wollte dich schlicht und einfach loswerden. Na, da wird die Kinokarte einem jungen Mann geschenkt, der ist so traurig dagestanden, hat einen grünen Streifen im Haar gehabt. Und die hat er gerne entgegengenommen und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe eine gute Tat vollbracht. Du, Hila, du darfst das nicht missverstehen. Nein, ich verstehe dich sehr selten miss. Nein, Franz. Weißt du, die Sache ist ganz einfach so. Ja? Das Liesel, ich meine die Leisa, wie sie sich jetzt also in ihrem Brief genannt hat. Ja? Weißt du, die... Ja, wir haben uns doch 50 Jahre haben wir uns nicht gesehen. Ich meine, das ist ja immerhin eine gewisse Zeit, 50 Jahre. Und da hatte ich also den Eindruck, wenn ich so den Brief gelesen habe, habe ich doch also eher das Gefühl gehabt, sie will mich allein treffen. Ach, ich wollte natürlicherweise nicht sie gleich ein bisschen
Wenn Sie sich da nun konfrontiert sind, plötzlich mit einer Ehefrau. Na, ich verstehe dich völlig, Franz. Du möchtest dir als einsamer alter Wolf begegnen und möchtest deine Frau und dein Kind und deine Kindeskinder unter den Teppich kehren, gell? Du, aber ich wollte dich schon die ganze Zeit fragen, warum hast du eigentlich ein Staubtuch in der Hand? Nichts, du, das Staubtuch ist überhaupt, das ist nur, weil ich Staub wische. Ja, aber du, jetzt gerade hast du den Kopf damit gewischt, das ist ja furchtbar. Und außerdem, seit wann siehst du Staub? Und das stört, ich weiß nicht, stört irgendwie den eleganten Gesamteindruck, also, weißt gut, du? Ja, so gebe ich es eben weg. Geh mal weg, lieber, ja. In die Hose hinein, du. So ist richtig, ja. Oh, na komm. Schau, wo soll ich sonst, das ist sicher, gut, soll ich, ja. Schau, die Sache ist so, ich von unterm Teppich kehren, kann überhaupt keine Rede keine sein. Rede. Ich hätte ihr alles hätte ich ihr gesagt, so. Nur nicht gleich. So brutal. Aha, ich bin also ein brutaler Eindruck, ja? Nein, nicht für mich, weil ich bin ja gewöhnt an dich. Du? Nein, du missverstehst mich schon wieder. Nein, also, weißt du, wenn ich ganz ehrlich sein soll, sie ist so ein sylphidenhaftes Wesen. Weißt aber du, eigentlich ist es mehr ein Hauch. Es ist so, nein. Ja, sie zum Beispiel, also wenn bloß der Wind ein bisschen stärker gegangen ist, hat sie schon gezittert, gell, nicht? Oder? Das Gegenteil von mir, gell? Naja, ich will nicht gerade sagen, das Gegenteil, aha, aber ja. Na, vielleicht doch ein bisschen sensibler. Sensitiver. Gut, genau. Oder ein lautes Wort. Ja. Sich so zusammengebebt, dass es nicht geklappt hat. Naja, weißt du, ich habe damals sogar ein Gedicht über sie gemacht. Ich habe den Anfang, kann ich, glaube ich, noch. O Elfe, du im silbrig glitzernd Licht des Mondenscheins am stillen See. Du bitte lach nicht. Nein, ich lache ja gar nicht. So. Nein, entschuldige, wie war das nachher? Was kommt denn nach dem See? Tee? Entschuldigen Sie, Frau, ich habe Sie gar nicht kommen gehört. Grüß also, Gott. Grüße Gott. Ich wollte nur sagen, bitte, es ist kein Kaffee da. Es wird vielleicht da ein Tee sein dürfen. Oh Gott, ich hab's gewusst, dass ich etwas vergessen habe. Franz, bitte verzeih mir, ich hab den Kaffee vergessen. Das hast du zu Fleisch gemacht. Nein, wie kannst du sowas sagen? Entschuldige, ich hab dir doch so gesagt, nicht wahr? Sie kann nur Kaffee trinken. Sie hat einen so niedrigen Blutdruck. Aber Herr Sektionschef, auch ein starker Tee haut den Blutdruck stark nach oben. Ja. Und wenn die Dame sowieso da von England herkommt, die Werte verflossen, verflossene, da ist sie doch eh mehr an den Tee gewöhnt, weil in England heißt die Teezeit Jause. Nein, umgekehrt. Ist ja wurscht. Ich stelle jedenfalls das Wasser zu, ja? Hella. Ja, bitte. Ja, bitte, habe ich das richtig verstanden? Du erzählst der Sokol meine intimsten Angelegenheiten? Nein, das habe ich überhaupt nicht getan. Ich habe nur Haushaltsangelegenheiten mit ihr besprochen, bevor ich weggegangen bin. Ja, natürlich habe ich ihr gesagt, dass eine Jugendfreundschaft von dir kommt und dass sie 50 Jahre schon in Amerika ist. Sie hat das nämlich mit England verwechselt, weißt du? Ja, und dann habe ich gesagt, sie muss irgendetwas der Dame anbieten. Wir sind doch ein gastfreundliches Haus. Bitte, das nennst du Haushaltsangelegenheiten, wenn du das Sokol meine Lebensgeschichte erzählst? Nein, Franz, das hab ich ja gar nicht. Das hast du gar nicht. Grüß Gott, trink ein Trinklöcher rein. Ja, servus, ernst, hallo, Tommy. Das ist aber ein super Gefühl da, gell? Da stinkt sie überhaupt nicht. Ja, das kann ich im Augenblick gar nicht feststellen. Meine Nase ist total verstopft. Aber nach ein paar tiefen Atemzügen wird sich das bestimmt wieder legen. Bitte, was soll das? Ja, du hast vollkommen recht. Hier riecht man diesen infernalischen Gestank überhaupt nicht. Bitte, was ist das für ein Überfall? Weißt du, wir atmen auf und durch. Bitte, ihr kommt herein, atmet auf und durch. Was soll das denn? Jetzt habt ihr auf und durch geatmet. Also dann auf Wiedersehen. Was meint der Opa mit auf Wiedersehen? Gar nichts, überhaupt nichts. Aber Kinder, sagt doch, was mit euch los ist. Erzählt uns was. Weißt du, wir sind zwei arme Asylwerber und suchen hier einen Unterschlupf. Ach und so? Ein bisschen frische Luft. Höllenluft sozusagen. Aha. Weißt du, im vierten Stock. Ja, denn ja. Bei uns unten ist für empfindliche Seelen und Nasen die Hölle los. Die Elfi, musst du wissen, macht für ihre Firma einen riesen Plakatentwurf und okkupiert das ganze Wohnzimmer. Ja, nichts zu sagen dagegen, selbstverständlich. Wer wird schon so unverschämt sein und verlangen, dass er sich in seinem eigenen Wohnzimmer frei bewegen kann? Oh, nein, das ist es nicht. Aber weißt du, sie verwendet Farben, die bestialisch stinken. Nein, sie hat zwar schon das Fenster aufgemacht. Ja, und jetzt zieht's und stinkt in einem. Ja,
zieht und stinkt in einem. Und da haben wir beschlossen, wir kommen hier herauf und verbringen mit euch einen gemütlichen Nachmittag. Scheiße. Vielleicht auch noch den Abend. Nein, ja, nein, also schön. Das geht nicht. Du, entschuldige, was ist denn los mit dir? Ich habe schon vorhin bemerkt, wie du uns das kränkende Wort Überfall entgegengeschleudert hast. Du hast heute nicht einen gastfreundlichen Tag. Und dabei hat er sich in Schale geworfen, als käme die Königin von England. Ja, du bist gar nicht weit entfernt, Tommy. Ist zwar nicht die Königin von England, aber es ist eine Elfe aus Amerika. Na, Franz, erzähl uns. Ich denke gar nicht daran zu erzählen. Bitte, das ist wirklich meine Privatangelegenheit. Du entschuldige vielmals, Franz. Also, erstens, du sollst dich nicht zieren. Und zweitens musst du das verstehen. Wenn die Vergangenheit an deine Tür klopft, dann steht selbstverständlich deine liebe Familie da und möchte wissen, wer dahinter steckt. Entschuldige, die Vergangenheit klopft, ja? Ja, und wie? Es läutet. Die Vergangenheit läutet sogar. Ja? Ja, und ihr sitzt hier herum. Also wir können ja auch aufstehen, wenn die Vergangenheit kommt, ne? Ja, Moment, also soll ich jetzt aufmachen gehen? Oder, na, ist vielleicht besser, wenn nicht ich auf, ist besser, wenn die Sokol, das macht dann besseren Eindruck, wenn die Sokol auf. Allerdings, die Sokol ist dann wiederum, wer weiß, ob sie den richtigen Ton findet. Naja, und ich bin ja auch nicht sicher, ob ihr den richtigen Ton findet. Also bitte keine dummen Bemerkungen. Was? Erlaube mal. Na, entschuldige, das könnte ja immerhin. Ja, außerdem, bitte, warum steht sie hier herum im Ärger? Den Ärger brauche ich, weil mit dem Ärger setze ich mich dann. Ihr geht's ins Arbeitszimmer. Aber wir denken gar nicht daran. Also gut, ihr wollt nicht ins Arbeitszimmer. So, bitte dann hier, also aufs Sofa. Ja, das Sofa. Nein, das Sofa ist nichts. Sofa ist nichts. Es ist besser, ihr. Nein, tut's euch hier so, also um den Tisch herum. Ja, und ich wäre dann hier. Um den Tisch. Tommy, bitte grins nicht so dumm. Ernst? Ernst, was ist denn? Was ist? Wie schaust denn du aus? Wie schaust du aus? Na, wie schaust du aus? Du kannst doch nicht mit offenem Rock. Ich meine, das ist eine sehr. Ja, eine das sehr, ist eine Jacke, die eine, mit mein Gott. Sie ist eine sehr sensibel, die Lisa. Ja, nein, nicht, also, das lass auf, ist doch viel schicker. Na, bitte, also, so geht's, ja? Oh, na ja, halbwegs nicht, weil die Lisa ist, oder die Liesel ist also wirklich nicht so. Also bitte, ich ja, Franz, du musst uns, jetzt nur allen dreien genau sagen, wie sollen wir die Dame ansprechen? Sollen wir sagen Liesel oder sollen wir sagen Lisa oder Leiser? Nein, es gibt überhaupt. Viele Möglichkeiten. Ich weiß, aber ich mach's euch leicht, ihr sagt's gar nicht. Wir sagen gar nichts. Nichts. Ich werde gar nichts. Ich bin's persönlich, ja, das bin ich aber reizend, sind das kaum ist mal einen Samstag nicht da gewesen. Schon steht die ganze liebe Familie da wie zu einem Staatsbesuchsempfang. Bitte, muss ich jetzt jeden Einzelnen mit Handschlag begrüßen? Nein. Oder geht das nur pauschal? Pauschal. Herr Sektionschef, Sie stehen ein bisschen da wie vom Blitz getroffen und vom Donner gerührt. Liegt das vielleicht daran, dass ich aus Grinzing komme und nicht aus England? Nein, ich weiß alles. Ihre liebe Frau Sokol ist ja nie versiegender Quell der Information und wird mich begrüßt und hat sofort gesagt, also wenn Sie nicht aus England, nicht Sie, also die Frau Sokol hat zu mir gesagt, wenn Sie nicht aus England kommen, wird man da drin mit Ihnen heute keine große Freude haben. Richtig. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht steigert es Ihre Freude, wenn ich Ihnen sage, ich war schon einmal in England. Ich meine, das ist alles schon 5 Jahre her allerdings, aber es ist mir da was Köstliches, also Köstliches ist eigentlich furchtbar gewesen. Ich war bei der Madame Tussaud in dem Wachsfigurenkabinett und stand in einer Ecke, wo mich niemand gesehen hat. Auf einmal haben die zugesperrt und ich war drin. Yes. Die ganze Nacht mit Mördern und Politikern. Das war die Hölle, sage ich Ihnen. Störe ich vielleicht? Ja, aber gar keine Ahnung, nein. Ach so, Gott sei Dank, weil im Moment habe ich jetzt den Eindruck gehabt, ich käme vielleicht ungelegen. Nein. Bitte, ich meine, es kommt mir zwar als Gast und nicht Hausherr überhaupt nicht zu, aber sollten wir uns nicht setzen? Ich finde Stehparty so. Eine gute Idee vom Heinz. Nein, bitte. Warum nicht setzen. Nicht nein. Ich werde jetzt ins Hotel gehen und wer geht dann mit ihr in ein Café, weil das ist ja hier. Nein, das ist ja. Es ist ja zu spät, es ist zu allem, ist es zu spät. Oh, aber Franz, na komm. Schau. Oder geh. Ja, genau so wird es sein. Sie wird kommen, sie wird schauen, sie wird gehen. Nach 50 Jahren. Dabei hat sie sich so darauf gefreut. Mein Gott, hat die sich. Moment, ich habe den Brief, habe ich ja hier, den sie mir geschrieben hat. Bitte. Ja, also schau zum Beispiel schon die Überschrift. Dir, Keksi.
Also was? Dir bitte, dir hätte sie sich also schenken können, weil das ist wirklich nicht notwendig gewesen. Ich meine, so viel Deutsch wird sie doch noch kennen. Sie hätte doch schreiben können, lieber Keks. Bitte verzeihen, es geht mich zwar überhaupt nichts an, aber nur, damit ich diese sanfte Traurigkeit verstehe, die sich offenbar so über sie gestülpt hat. Wer ist der Keksi? Na, ich, wer sonst? Na, nicht möglich, wieso? Du, sie hat Keksi zu dir gesagt. Interessant, aber warum? Ganz einfach, weil ich, wie ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich ihr eine Schachtel Keks überreicht. Naja, bitte, das war so, es war an einem Frühlingssommerabend. Frühsommerabend. An einem Frühsommer, die Sonne war gerade so schon mehr im Dings runter, ja. Und sie hat geweint. Sie hat geweint, sie war so hungrig, weil sie hatte einen sehr schlechten Kreislauf und da war sie so hungrig und da ist sie also im Stadtpark. Es war im Stadtpark. Vor dem, habe ich schon gesagt, Sie im Stadtpark, habt ihr das schon gesagt? Ja, hast du gesagt, mehr im Stadtpark. Ja, im Stadtpark, vor dem Johannstraßendenkmal. Und, mein Gott, und da hat sie geweint? Sie hat geweint. Vor Hunger? Nein, nicht vor Hunger. Sie hat nicht vor Hunger geweint, sondern ein Absatz von ihrem Schuh war abgebrochen und da bin ich eben gekommen, gerade mit dieser, ich so geschlendert mit der Schachtel Keks. Das ist meine Zeit. Also wenn ich heute im Stadtpark für ein Planieren gehe, dann nicht mit einer Schachtel Keks, sondern mit einer Fashion Coke. Geh, jetzt gib nicht so an. Tommy, hör auf. Bitte erzähl weiter, ist so spannend. Naja, wie ich das so gesehen habe, also ich gebe es ehrlich zu, es hat mich übermannt. Um Gottes Willen. Nein, nicht so, wie Sie wieder denken. Aber nein, es hat mich überwältigt, damit kein Irrtum ist. Es hat mich überwältigt und aus diesem Anlass bin ich auf Sie zugegangen und habe ihr die Schachtel Keks gegeben und da hat sie gelächelt. Das finde ich süß. Und haben Sie bei der Gelegenheit auch gleich den Absatz repariert? Nein, natürlich nicht. Wieso natürlich? Ich hätte es komischerweise noch vor den Keksen gemacht. Also bitte, was Sie gemacht hätten, ist mir wurscht. Aber außerdem mischen Sie sich nicht in meine Vergangenheit. Nein, nicht. Also, das wird sie jetzt sagen. Ja, ja. Das klingt ausgesprochen hungrig. Ja. Ja, bitte, und warum macht die Sonne wohl nicht auf? Weißt du, musst du sie fragen? Nimm vielleicht ein paar Keks mit, damit sie dich wiedererkennt. Meine gesamte Familie ist heute von einem Humor. Ja. Herzlich willkommen. Das ist aber lieb, Herr Sektionschef. Ich habe nämlich schon gefürchtet, Sie werden grantig sein, weil ich anläute. Ich habe nämlich den Schlüssel hier vergessen, wie ich ausgegangen bin. Na, das ist nämlich so, ich habe mir einen Kaffee von der Frau Neuberger ausgeborgt, weil ich mir gedacht habe, Sie werden sehr sauer sein, weil wir nur einen Tee für die Verflossene haben. Und dann habe ich den Meller. Der hat einen Charme heute wie ein rostiger Nagel. Na, die Verflossene, die wird sich wundern, wie sich der geändert. Weiß ich gar nicht, ob sich der geändert hat. Vielleicht war der immer so. Weil meiner Erfahrung nach sind Männer von Anfang an so, wie sie bis zuletzt sind. Die bleiben ein. Wie philosophisch hat meine kleine Küchenfee, was? Herrgott. Also ihretwegen wird mich noch eines Tages der Schlag treffen. Wirklich? Das freut mich. Was? Ich meine, dass ich solche Emotionen in Ihnen auslöse, wie seinerzeit der Ferdinand in Kabale und Liebe. Luise, du bist blass. Singst, das kommt von Ihren dauernden Weibergeschichten. Sie verwechseln alle miteinander. Luise. Das ist doch ein klassisches Zitat, ich bitte Sie. Ein klassisches Zitat? Na, was denn? Na gut, dass Sie jetzt noch ordinär werden, das bin ich von Ihnen gar nicht gewöhnt, wirklich. Jetzt muss ich den Kaffee, den haben wir nämlich ausprobiert, muss ich machen gehen für die Verflossene vom Herrn Sektionschef. Ja, übrigens, da fällt mir ein, der wird aber nicht direkt jubilieren, dass Sie jetzt auch da sind. Der hat sich nämlich ein stilles Rendezvous erhofft. Aber was höre ich? Verflossen? Rendezvous? Ja. Na, mich packt die Neugier. Erzählen Sie. Nein, ich bin ja keine Tratschen. Also dem weiß ich nix, gar nix. Ich weiß nur, es kommt eine Verflossene vom Herrn Sektion aus dem Auslande. Aus dem Auslande? Na wunderbar. Da, verzeihen Sie. Ja. Tausendmal. Gern geschehen. Wiedersehen. Von mir aus auch. Auf Wiedersehen. Sowas. Ja, was ist denn da? Oh. Oh Gott.
Du? Ja, nein, nicht einmal sein Stellvertreter, nur der liebe Guido ist da. Ah, ja. Da seid ihr auch alle. Grüß dich, mein lieber Guido, mit Platz. Grüß dich. Sag einmal, Guido. Ja, wieso bist du eigentlich hier? Ich hab dich doch gestern angerufen, hab dir gesagt, dass heute überhaupt nichts los ist, ja, dass überhaupt gar niemand da ist. Ja, das war offensichtlich eine kleine Lüge, mein kleiner Lügenbruder. Du, und jetzt erzähl, wer ist sie? Wann kommt sie? Kenn ich sie? Berichte. Ha? Nein. Was nein? Nein. Du kennst sie nicht und ich berichte auch nichts. Ich verstehe, das ist eine Überraschung. Schön, ich liebe Überraschungen. Ja, und wir auch. Wir auch. Na, wie? Wir freuen uns ja schon so. Ja, bitte, da schau sie dir nur an. Schau sie an, wie sie da sitzen. Ich war wirklich, also sie sitzen da wie die Zuschauer im Zirkus, die darauf lauern, ob und wann der Löwe, der Löwe den Domteur frisst. Mama Löwe, was wirst du sein? Löwe oder Domteur? Ich werde gar nicht sein. Ich werde nur langsam mir überlegen, ob meine liebe Familie nicht doch ein bisschen zu groß ist. Ja, ihr habt noch nie gewusst, wie groß die Familie ist. Ich werde noch bei 10 Karten ausgehen müssen, damit jeder seinen Platz findet. Also irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, Herr Sektionschef, dass meine Gegenwart Sie heute nicht so froh macht wie sonst. Heinz, nehmen Sie es nicht so persönlich. Wir alle sind heute dem Franz lästig. Ja, aber das macht nichts. Bei Senioren darf man nicht so empfindlich sein. Ne? Also, ich mein, da muss man mit einem Lächeln drüber hinweg. Ja, also ich persönlich, ich verstehe den Franz vollkommen. So? Ja. Na, das wundert mich aber. Nein, also wirklich im Ernst. Wenn er schon eine Jugendliebe zum Rendezvous gebeten hat, dann müsste er doch im trauten Tête-à-Tête mit ihr in Erinnerungen schwelgen. Habe ich recht? Ja. Oder nicht? Ja, danke. Ja, du, ich glaube, ich werde mich empfehlen. Ne? Denn wenn ich mir vorstelle, dass eine meiner ehemaligen Lieben käme, dann möchte ich auch mit dir allein sein. Ja? Da fällt mir eine ein, die eine, warte mal, ich hab kein Namensgedächtnis, aber ich sehe sie direkt vor mir. Okay. Naja, das muss jetzt 50 Jahre her sein. 50 Jahre? Keksi hat sie mich immer genannt. Ja? Und wir haben ein Wochenende in Vöcklabruck verbracht. Bitte, wie hat sie dich genannt? Bitte, was hat die? Keksi? Keksi, ja, das ist doch lieb. Ne? Die hat immer gesagt, oh du, mich hat sie gemeint, oh du bist so süß wie ein Schokoladenkeks, direkt zum Anbeißen bist du. Jetzt folgt mir ein, natürlich, das war Lilli, hat sie geheißen. Lilli? Nein. Ja, die Lilli Gruber. Lilli Gruber. Lilli Gruber. Lilli ist die eventuell, ich denke, mit der Liesel. Liesel Gruber. Du, das war meine Liesel. Und ich Liesl, war ihr Keksi. Ja, natürlich. Sag einmal, nein, das ist nicht schön von dir. Du willst mir meine Jugenderinnerungen stehlen und meine Jugend lieben? Meine Güte, aber Kinder, red's doch von was anderem. Gibt doch noch andere Themen. Also bitte Spaß beiseite. Diese Liesel Gruber oder wie du sie da jetzt so plötzlich fälschst, dich offenbar zum Tarnen, Lilli Gruber. Na, ich hab's verwechselt. Die hab ich im Stadtpark kennengelernt. Und zwar ich ganz allein. Und ich habe sie geliebt. Und wie erst sie mich geliebt hat. Du gefällst mir. Also wirklich, die Lilli, die hat doch überhaupt keinen anderen Menschen gekannt. Und du hast sie überhaupt nicht gekannt. Die hat nur einen Mann gekannt und das war ich. Ich war ihr Ein und Alles. Ich war ihr Keksi. Du, was? Was sowas? Du lass sofort meine Krawatten los, du Erinnerungsgangster, du! Franz, lass sofort den Guido los! Ich glaube, bitte, ich meine, es geht mich ja nichts an, ich bin hier nur Gast, aber... Ja, es geht sie wirklich auch nichts an, ja? Sich da nicht hinein! Bin schon wieder herausgemischt, also bitte, ja. So etwas, was war mit Vöcklabruck und mit der Lilli, du Betrüger, Tamar und die Guido, ich bitte euch, das Ganze könnte doch eine zufällige Gleichheit sein, Liesel oder Lilli Gruber, das ist doch ein häufiger Name, das muss doch nicht dieselbe Dame sein. Also ich glaube schon, das mit dem Keksi ist eindeutig. Aber du sei ruhig, ich bitte euch, beruhigt euch jetzt mal, es wird sich alles aufklären. Du, erst misch dich da nicht ein, das ist eine Sache unter Männern. Jawohl, und jetzt bitte. Ja. Franz, was? Wenn du nicht gleich meine Krawatte loslässt, dann passiert was. Ich zähl bis 3, 1. Franz Guido! Also so was Blödes habe ich aber wirklich noch nicht erlebt. Werdet ihr zwei auseinandergehen? Zwei? Du willst mir drohen? Du möchte gern Casanova? Was? Du, der du dich immer an meine Mädel herangemacht hast, du balzender Auerhahn. Und jetzt müsst auch noch meine Geschichten präsentieren. Deine Geschichten? Wer war denn mit der Lilli in Vöcklabruck? Du oder ich? 3. Aber damit du nicht mit dir herstellen. Feig. Was?
Hast du feig gesagt? Ja, feig. Ah, bitte. Also dann werden wir jetzt sehen, wer da feig ist. Hab ich aber genug. Schämt ihr euch denn gar nicht? Alte Leute wie ihr. Darf doch wohl nicht wahr sein. Das hat gar nichts mit dem Alter zu tun, liebe Hilda. Das hat mit unserer Jugend zu tun. Aber so war er ja immer, der Franz. Er war eifersüchtig auf meine Eroberungen. Deine Eroberungen. Deine Eroberungen, die konntest du dir und kannst du dir weiterhin auf den Hut stecken. Die möchte ich nicht einmal geschenkt bekommen. Das waren immer so Ausverkaufs-Sonderangebote, aber aus der untersten Lot. Aus der unteren Duckfäuste, ja. Ich frage dich. Wer ist mit hängenden Dackelohren wie ein triefäugiger Bernardiner immer hinter mir hergejabbelt, wenn ich mit einem netten Mädel ausgegangen bin und hat wie ein liebestoller Kater gejammert? Ha, frag sie, ob sie nicht vielleicht eine Freundin hat, dann könnte man zu viert ausgehen. Das ist aber ganz gut so mit Dackelohren, Bernardiner, liebestoller Kater. Das klingt ein bisschen wie Brems Tierleben mit verteilten Rollen. Du hast, ich finde deine Heiterkeit auf Kosten meiner Familie ausgesprochen deplatziert. Unterlass solche Bemerkungen. Jetzt trau doch nicht mit mir an, Werther Kompagnon, nur weil die Seniorenrunde vorläufig unentschieden ist. Geduldet dich. Vielleicht wird in der nächsten Runde einer der beiden K.O. geschlagen. Ich drehe nicht mit dir an, aber ich verlange Respekt von meinem Vater und von dem Onkel Gull. Danke. Herr Klaster, geht so wie am Heumarkt, beim Gruppenfeld. Ich bin Schiedsrichter. Sag mal, was fällt dir denn ein? Wie führst du dich denn hier überhaupt auf? Nur wenn sich schon die Herren hier wie die Lausbuben benehmen, dann bin ich wenigstens du dich anstellen. Und deinem Alter entsprechend. Oder willst du unbedingt noch eine Watschen haben in deinem Alter? Nein, danke. Du kriegst aber gleich eine. Du reizt mich nicht! Das ist ja, es tun sich ja charakterliche Schlünde auf in dir. Ich meine, auf die kleinen Hirnen gegen das Patriarchat buckeln, da kann ich nur sagen, Werther Kompagnon, pfui Teufel. Du sagst mir nicht pfui Teufel und lass sofort meinen Arm los, oder ich zähl bis drei. Jeden der Familie zählt bis drei, bis vier reicht's wohl nicht. Jetzt ist aber Ruhe, ihr alle miteinander. Und alle setzen sich jetzt. Na, bitte, bitte. Nein, also ich setz mich nicht. Franz, setz dich. Na ja, bitte, wenn du mich so schön bittest, also bitte. Bitte schön, setzen wir uns. Ich setz mich auch, ich setz mich freiwillig, aber nur wegen dir, Hilla. Damit du den Franz nicht pflegen musst, wenn ich ihn einmal fertig gemacht habe. Also, Guido, ich muss es dir leider sagen, jetzt sei auch still. Jetzt red nämlich ich. Bitte. So. Und jetzt werde ich euch einmal was sagen. Wenn auch dieses, nehmen wir's an, mein Gott, nehmen wir's an, dass dieses Liesel oder die Leisa oder die Lilly oder wie sie heißt, dass die wirklich euch zwei Kekse, mein Gott, entschuldigt, sie muss lachen, wenn ich euch zwei sehe. Das darf doch alles nicht wahr sein, wenn sie euch an der Nase herumgeführt hat. Na und schon, Herrgott, nochmal, das ist ja 50 Jahre her, muss man doch lachen drüber. Du lach nicht, dich hat niemand gefragt. Wieso hat deine werte Mama hat zum Lachen aufgefordert? Jawohl. Franz, was ist mit dem Lachen? Und du, Guido? Mir braucht kein Mensch zwingen. Ich lache ja gern, besonders über den Franz, sein belämmertes Gesicht. Also, Moment, du hast die Oma falsch verstanden. Ihr sollt nicht übereinander lachen, sondern jeder über sich. Diese Größe muss man schon haben. Und ne? Du, bitte, du halt jetzt endlich den Mund, ja, und red nicht von Sachen, von denen du in deiner Jugend, mein Blüte, du überhaupt noch nichts verstehst. Also bitte, ich verstehe das sehr wohl. Ganz und voll sogar. Ich habe doch das selbst erlebt, damals mit dem Florian und mit der Kathi. Das war doch auch eine typische Dreiecksgeschichte, ne? Aber ein Mann von Welt, der geht da drüber. Gessen Sie, ich bitte dich, Tommy, hör mit deinen alten Liebesgeschichten auf. Also ich habe heute, für heute habe ich genug mit Keksi-Affären. So, und jetzt sage ich euch was. Bitte. Jetzt werden wir alle, so wie wir hier sitzen, außer dem Franz natürlich, werden wir jetzt aufstehen und werden weggehen, damit wir den Franz mit seiner Lilly, Leisa, Lisa allein lassen. Du, entschuldige. Was? Hältst du das wirklich für klug? Na, selbstverständlich. Ihn allein lassen mit dieser Zirze, mit dieser Odaliske, mit dieser Sirene, wie sich jetzt herausstellt. Ich halte das für sehr gefährlich. Nein, man kann ihn nicht allein lassen. Vielleicht braucht er Hilfe. Na, wird ihm schon nichts passieren. Das ist eine bodenlose Frechheit. Ich wanke ja noch nicht am Stab, ich bin ja noch kein Greis. Nein, ich bin ja nicht, aber also bitte, sehr Geschmacklosigkeit. Ja, also ich bin sehr dafür, ja,
im Widerspruch, bitte, ja? Dass wir da bleiben. Schließlich war es ja nicht seine Lilly, sondern meine Lilly, nicht wahr? Aber bitte, nein, bitte, bin kompromissbereit, sagen wir, unsere Lilly. Liesl. Ich verwechsel die ganze Zeit. War unsere, bitteschön. Ja, also ich muss dir leider sagen, es ist, du musst bedenken, dass sie dem Franz geschrieben hat, nicht dir. Infolgedessen ist es sein Rendezvous und nicht deins. Ja, Lila, ich danke dir. Du hast wirklich also einen großartigen Charakter. Aber okay, nein, du brauchst mir nicht danken. Und so großartig ist er gar nicht, weil bis vor kurzem wollte ich auch hier bleiben, so wie der Guido, weil ich nämlich neugierig war. Aber da habe ich ja noch nicht gewusst, wie dich diese ganze Sache seelisch hernimmt. Ja, aber in die stinkende Wohnung runter gehe ich nicht. Also da musst du mindestens ein Kino springen lassen. Ja, Kino. Ja, also gut, ich gehe natürlich ohne Gegenleistung. Aber nicht sintemalen, wie mein werter Kompagnon manchmal so sagen will. Sintemalen ich eigentlich nur hergekommen bin, um zu sagen, dass ich heute nicht kommen kann. Das ist aber ein sehr origineller Besuchsgrund. Naja, ich habe gedacht, nachdem ich ja schon, wie eingangs erwähnt, vorigen Samstag auch nicht da bin, wenn ich zwei Samstage hintereinander nicht komme, sind Sie sicher in tiefster Sorge. Ja, da wäre ich zusammengebrochen. Entheben und nur sagen, es geht mir gut und auf das Wiedersehen und ich wünsche noch einen schönen Samstagabend. Ja, hoffentlich. Auf danke bald. Vielmals. Also ich kann mir nicht helfen, aber dieser Heinz rührt mich mit seiner Anhänglichkeit, wirklich. Ja, also mich nicht. Bitte, ich wollte nur fragen, zum Kaffee ein paar Kekse? Nein, jetzt also bitte, heute kann ich das Wort Keks nicht mehr hören, Frau Sokol, bitte. Bitte, ich habe nur gefragt. Also, ehrlich gesagt, ich möchte schon sehr gern da bleiben. Ich möchte schon, möchte Sie sehen. Du, ich verspreche, Franz, ich verspreche dir, ich werde den Mund halten und kein Wort sagen. Da bin ich nicht so sicher bei deinen Versprechungen, ob das wird. So, dann. Oh! Ich bin also... Sie brauchen nicht sagen, wer Sie sind, ich weiß alles. Liesl Gruber aus Amerika werden heftigst bereits erwartet. Bitte treten Sie ein. Nicht Gruber, Mrs. McMayer. Ich habe natürlich drüben in den Staaten geheiratet. Na natürlich, wie denn auch nicht. Eine Frau wie Sie bleibt doch nicht allein. Nicht? Wie meinen Sie das? Na so. Ah, understand. Sie müssen der Sohn von Keksi sein. Und er hat erzählt von uns. Nein, ich bin nicht der Sohn vom Keksi. Also weder vom einen Keksi noch vom anderen Keksi. Oho. Ja, oho, finde ich auch. Ich meine, bitte, es geht mich an sich überhaupt nichts an. Ich möchte Sie nur vielleicht fairerweise warnen. Da drinnen sitzen zwei Kekses, die sich nicht ganz einig sind, ob sie Lilly oder Lisi heißen. Aber jedenfalls die Gebrüder Lafitte harren ihrer. Oh mein Gott. Also, ja, Herr Heinz, wenn Sie schon meine Aufgabe übernehmen, dann würde ich sagen, machen Sie gleich die ganze Arbeit. Tragen Sie die Hasen rein, putzen Sie den Herd. Küsst der einzige Frau da, hello, wie es bei Ihnen so heißt. Eigentlich möchte ich gar nicht. Ich bin so schrecklich nervös. Understand? Natürlich. Ich stehe schon eine Viertelstunde vor der Tür und überlege, ob ich soll oder nicht. Und jetzt bin ich eigentlich mehr für nicht. Ich gehe nicht hinein. Aber, Knefab, das können Sie wirklich dem Herrn Sektionschef nicht antun. Der nervelt schon den ganzen Nachmittag. Und der putzt sogar Staub für Ihnen. Ich weiß gar nicht, was mir eingefallen ist, dass ich geschrieben habe. Wollte hier in Wien meine Holidays verbringen. Und da in einem Anfall von Sentimentalität, völlig idiotisch, my goodness, nach so langer Zeit. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht einmal mehr, wie er aussieht, er und der andere. Understand? Understand, natürlich understand ich das. Na, da kann ich Ihnen helfen. Also der eine Keksi, also der Stadtpark-Keksi, ist groß, meliert und hat eine Brille. Hingegen der Vöckler-Brucker-Keksi ist nicht so groß, ist noch ein bisschen melierter. Ich gehe wieder. Nur könnte ich zuerst, ich bin so schrecklich durstig, ein Glas Eiswasser haben. Nur schnell hier oder in der Küche. Ja, Eiswasser, bitte in die Küche, bitte, wenn Sie glauben. Aber sagen Sie, Eiswasser ist doch unbeschreiblich grauslich. Aber nein, das trinken wir den Staaten dauernd. Ist sehr bekömmlich und ganz ohne Kalorien. Ja, bitte, Frau, nehmen wir uns bleiben. Das sollten Sie auch einmal probieren, Herr Windeck, wieso ohne Kalorien? Ist das eine Anspielung auf meine makellose Linie? Bitte, da haben wir jetzt das Eis und das Wasser. Bitte einen Würfel. Da wirf ich das jetzt rein, ja? Ja, exactly. Ich hab gar nicht gewusst, wie gut ich Englisch kann, wie fließend.
Herr Heinz, bitteschön, da haben Sie auch sowas. Aber glauben Sie nicht, Knefrau, dass für eine Eiswürfelparty hier ein bisschen knapp der Raum ist, täten Sie nicht vielleicht doch lieber hineingehen? Ach, wissen Sie, das damals, das war ja eine vollkommen harmlose Angelegenheit. Anders seien Sie wissen, wie ich das meine. Ein paar Küsse im Mondschein, ein bisschen Händchen halten. Wir waren eine andere Generation damals. Also, Tommy, komm, wir gehen jetzt. Und schiel nicht so gierig immer in Richtung von Opas Brieftasche. Ich dulde solche Erpressungen nicht. Euch ins Kino einzuladen, das bringe ich alleweil noch fertig. Das ist was anderes. Franz. Ja. Also, bitte an dich. Gib mir wieder. Gib mir die Hand, sind wir wieder gut, ja? Na, gib schon die Hand. Also gut, bitte, sind wir wieder gut. Sind wir wieder. Ich verzeih dir auch die Krawattenbeutelei. Ist verziehen und vergessen. Eigentlich war es ganz lustig. Zum letzten Mal sind wir als Buben so aneinander geraten. Ja, das stimmt, das ist schon lange. Aber natürlicherweise, also damals hab nicht ich angefangen, hast immer du angefangen. Das ist nicht wahr, das ist eine Lüge. Das ist eine Monstrum-Lüge. Nein, das ist nicht wahr. Nicht da möchte ich schon lieber. Schüler, das ist keine Rede von anfangen, bitte. Gut. Mein Gott, jetzt seid du nicht im Sandkasten. Na ja, im Sandkasten. Dein Wunsch ist mir Befehl. Franz, ich werde dir jetzt deine Größe beweisen, die sehr viel Größe beweist. So, na, da bin ich gespannt. Ich werde dir die Wahrheit sagen. Und nichts als die reine Wahrheit. Aber das wäre das erste Mal in deinem Leben. Hab ich dir gesagt, dass du nicht bissig sein sollst? So, also Tommy, komm, wir gehen jetzt voraus. Nein. Der Papa hat sicher Angst, dass das Geständnis von Onkel Guido nichts für meine zarten Kinderohren ist. Nein. Aber ich will's hören. Bleib nur da, bleib. Du hast den Anfang mitbekommen, also auch die Aufklärung. Ja. Ist nur dein gutes Recht. Also du bleibst da. Franz? Ja. Das mit der Lilli, jetzt habe ich mir endlich den Namen gemerkt. Sie heißt nicht Lilli, sie hat Liesl geheißen. Hat mit der Liesl, die holt mich aber wirklich der und die jener. Liesl, also das mit der Liesl und Vöcklabruck, das war völlig harmlos. Sie hat bei der Tante übernachtet und ich in der Bahnhofsmission. Es war nichts mit der Liesl. Naja, also bitte, Ehrlichkeit verdient. Ehrlichkeit, also bitte. Also das mit mir und der Lilli im Stadt... Also jetzt sag ich auch schon Lilli, es ist wirklich zu blöd, nicht wahr? Das mit mir und der... Liesl, wirklich erbringt mich... Liesl, das, weißt du, also das im Stadtpark, ja. Das war also wirklich also auch nichts. Nicht? Nein. Ich habe hier Gedichte, also die... Ja, Hila kennt ja den Anfang. Oh ja. Vom stillen See. Vom stillen und mit dem glitzernden glitzernder Mond. Oder silbern Glitz. Ja, silbern. Also bitte, Lyrik. Das also es war ein bisschen Lyrik, wie du richtig sagst. Und dann war ein bisschen Futter, also ich meine Kekse, nicht wahr? Aber außer ein paar Küssen, nichts. Nichts? Überhaupt nichts. Ehrenwort. Guido. Franz! Guido. Also jetzt weiß ich wenigstens, was gemeint ist, wenn man vom Vorkriegscharakter spricht. Ist ja zu blöd, wir hätten uns fast also gestritten, wegen Verhältnissen. Die jungen Männer von damals, die haben halt eine ganz andere Charakter gehabt. Die haben eine Frau, wie sagt man, auf ein Popo... Das machen die heute auch noch, die jungen Männer, das mit dem Popo. Also nein, sie weiß schon, sie meint es auf ein Podest gestellt. Ja, auf ein Podest gestellt und angehimmelt. Für die war man ein zartes Wesen, eine Elfe, der man nicht zu nahe kommen durfte. Und deswegen habe ich jetzt Angst, da hineinzugehen. Understand? Ja, also Knefab, das understand ich also jetzt wirklich überhaupt nicht. Wenn Sie einerseits so Angst haben, dass der Herr Sektionschef sich verändert hat, na gut, ein verbotter Mäntel wird einen nimmer stellen, aber auf der anderen Seite ein reißender Wolf direkt ist er wirklich auch nicht geworden. Das ist es nicht. Aber ich, Elfe bin ich keine mehr. Wer ist schon nicht. Und so hat er mich doch in Erinnerung. Na gut, in Erinnerung, aber ich mein, er ist ja schließlich auch nicht mehr... Der junge Hupfer von seiner Zeit, der im Stadtpark auf und ab geht und an weinende Mädchen Kekseln verteilt. Ja. Wie man selbst geworden ist, weiß man. Man sieht sich ja jeden Tag im Spiegel. Aber die anderen, die konserviert man in der Erinnerung. Da ist was Wahres dran. Wenn ich da an meinen ersten Schwarm denke, da war...
jung, schlank wie eine Tanne, so schwarze Locken hat er gehabt und so glühende Augen. Und vor ein paar Jahren kommt beim Heurigen so ein Glotzerter mit Bauch und so Klubschaugen auf mich zu und fragt, Beserl? Und wieso wollte denn der beim Heurigen, wollte der Beserl verkaufen? Beserl, das war mein Kosename, so hat er mich immer genannt. Wie wäre sie damals schon so Bes geworden, oder wie denn? Nein, weil ich so schlank und rank war. Ach so. Und wie mir das da passiert ist, da habe ich mir gedacht, das ist furchtbar. Schade um diese süßen Erinnerungen, sie sind alle im Kiebe. Exactly. Ja. Und darum werde ich jetzt lieber gehen. Also bei welchem Film schauen wir? Ja. Also, schauen wir. Ich glaube, wir gehen in Tutsi. Das soll ja, sehr gut sein. So. Ich werde noch einen Brief schreiben, bevor ich wegfahre. Dass ich zu viel zu tun gehabt habe und leider nicht kommen konnte. Das ist eine gute Idee und schaue ich, ob die Luft da ist und dann bringe ich sie aus. Oh. Ja, Herr Heinz, Sie sind noch immer da und... Oh, pardon, Verzeihung. Ich bin eine Bekannte von der Frau... Sokol. Ja, Sokol. Das ist ja. Und so die Bekannte hat die Bekannte so zum Kaffee besucht. Ja, aber ich habe es leider schrecklich eilig. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Und ich bringe die Bekannten von der Frau Sokol gleich hinunter. Ja, da steht sie sich. Pass schon auf, alles Gute und Dankeschön, auf Wiedersehen. So. Ah, das ist also eine Bekannte von Ihnen, ist das? Sagen Sie, wohnt die hier in der Nähe? Nein. Ja. Na, was heißt nein oder ja? Aber ich kenne sie doch schon lang. Weil die ist schon lang, also eine Bekannte von mir der Jugendzeit. Also sagen Sie, was machen Sie denn immer für Verrenkungen? Was ist das für... Weil ich es Ihnen erklären wollte und Sie verstehen mir heute gar nicht. Ja, bitteschön. Also es ist also kurz gesagt, das kann man doch mit einem Satz sagen. Ja, eine Jugendfreundin. Aber ich habe ja nicht nur immer einen Satz. Na, ist ja gut. Also heute ist schon der Tag der Jugendfreundin, ja. Wir schauen fast so cool. Auf Wiedersehen, Herr Sektor. So. Also, mein lieber Franz, ich muss dir sagen, es war sehr lieb von dir, dass du gesagt hast, ich darf da bleiben. Aber ich glaube, ich lasse dich jetzt doch lieber allein, ha? Nein, das ist keine gute Idee. Lass mich nicht allein, Hilla. Schau, wer weiß, wozu es gut ist, dass wir jetzt doch da zu zweit bleiben. Entschuldige, ich habe mich da vorhin wirklich also so blöd benommen. Ich hätte fast schon, mit ja. dem Guido gerauft. Also stell wirklich, dir vor. Manchmal wirklich, also es ist so, als ob einem einen Schlag aufs Hirn gegeben hätte, dass man sich so benimmt, dass man wirklich glaubt, dass man ist dachgeschädigt. Naja, weißt du, und es ist natürlicherweise auch eines, also... Es sind ja doch 50 Jahre vergangen. Mhm. Es wäre doch denkbar, dass sich die Liesl in den 50 Jahren vielleicht ein bisschen verändert hat. Na gut, sicher wird sie sich verändert. Da werde ich sie gar nicht erkennen eventuell. Also aber ganz bestimmt, wenn sie hier in der Wohnung steht, wirst du sie selbstverständlich erkennen. Ja gut, natürlich, wenn sie hier in der Wohnung steht, werde ich sie selbstverständlich erkennen. Naja, aber du, ich habe noch ein anderes Bedenken. Na? Weißt du, vielleicht habe ich mich in den 50 Jahren auch ein bisschen verändert und vielleicht erschrickt sie, wenn sie sieht, wie alt ich geworden bin. Nein, du bist natürlich nicht alt geworden, doch, Franz. Doch. Nein, du bist reif geworden, ja. Und außerdem hast du dich ganz gut gehalten unter meiner Obhut. Ja, ich kenne dich ja schon ein paar Jahre, muss ich sagen. Ja, also gut. Meine Gute, ja, wahrscheinlich habe ich mich... Du. Ja? Ich muss da noch was gestehen. Noch was? Also, wenn ich mir's wünschen darf, wünsche ich mir, dass sie aus welchen Gründen überhaupt nicht kommt. Ja, schau, wozu soll man jetzt in der Vergangenheit wühlen? Das ist doch alles vorbei. Wir haben doch eine so wunderschöne Vergangenheit. Du hast mich und ich hab das noch größere Glück. Ich hab dich. Oh, Franz, was soll ich denn dazu sagen? Das ist ja eine Liebeserklärung. Ja. Na, die habe ich aber schon viele Jahre nicht gehört. Ja, das ist eben das Mal, ja, dass man so viele Jahre nicht davon... Komm, setz uns bitte noch gemütlich hin. Weißt du was? Mein Gott, Franz. Jetzt wird sie eigentlich schon immer kommen. Ich nehme an, das ist schon vorbei, die Gefahr. Gehen wir aus und trink Weinen drauf auf unsere Vergangenheit. Wohin gehen wir? Noch Fisch essen hätte ich gern. Fisch essen, nicht schlecht. Naja, was für Fische? Sollen es Seefische sein oder Flussfische oder Donau? In Wien ist, glaube ich, besser Donau. Flussfische. Ja, bitteschön, mit dir.
Ja, wir haben ja Gott sei Dank noch nicht den Ölteppich vom Golf. Mein Gott, darüber darf man gar keinen Spaß machen. Ja. Da wird man ganz ernst. Das nach diesem komischen Nachmittag. Der Nachmittag fandst du, war doch komisch. Na, für mich? Also ja, ich habe das Gefühl gehabt, du hast dich zu eigentlich... Was ist ein Mann eigentlich alles fähig? Moment, also ich gebe zu allen möglichen, aber der Frau auch.